Hallo und herzlich willkommen, ja, zurück zu einer Folge oder zu einer weiteren Folge hier in irgendwo in Thüringen 3. Es geht weiter. Wie ihr seht, die 33, das Flügen habe ich schon mal beendet mit CP. Das hat uns auch schon gut Geld gekostet. Ich kann mal kurz gucken. Lohnzahlungen sind bei 2681. Ich habe jetzt nochmal eine Düngermission, eine Flügmission und eine Seemission angenommen. Die Seemission habe ich mir die Maschinen gemietet. Da kaufe ich gleich Raps. Also das müsste jetzt, die vier Missionen gibt locker über 100.000. Darf ich abschließen? Danke. Und ich würde sagen, den setzen wir jetzt hier auf Kurs. Und dann machen wir direkt, wie heißt es, die nächste Mission fertig. Und zwar dann den, ich weiß gar nicht, was wir da haben. Ich muss mal gleich gucken. Dann kann der nämlich schon mal ansehen. Und dann sollte das eigentlich passen. Dann können wir nämlich weiter in Ruhe ernten. Und das, ja, wir verdienen trotzdem nebenbei Geld. Muss man hier die Tür zumachen. Man kann auch ruhig am ersten Wegpunkt starten. Wir können zum Shop gehen. Können, ja, da haben wir auch einen Wald, weil ich glaube auch eine Kuhserie. Hat der das auch? Ne, schade. Aber ich muss noch mal kurz in die Mission gucken, weil ich ja mit Realistic Cedar spiele, brauche ich Raps. Wie viel Raps brauche ich denn? Feld 25. Ich habe hier so einen ungefähren Feldrechner drin. Nee, ich war schon da richtig. Saatgut berechnen. Ich muss auf Feld 25 gehen. Einen Moment. Feld 25. Raps 1900 Liter. Okay, das heißt, ich brauche, gucken wir mal kurz, Realistic Cedar Palette, Hafer, Gerste, Weizen, Raps. Zwei Stück. So, dann fahren wir das nämlich nebenbei auch machen und dann können wir in Ruhe ernten. Genau, jetzt stehe ich hier drinnen, na toll. Also, die CP-Kosten, die bleiben natürlich erhalten, ist ja ganz klar, auch wenn wir jetzt knapp 100.000 haben. Was ich nur am Überlegen bin, ob ich mir irgendwann einen Unimog noch mit reinnehmen soll und ja, ob ich dann mit dem auch noch mal ein paar Missionen machen soll zum Düngen oder halt auch allgemein zum Ernten. Das ist halt noch die Überlegung. Und was ich gerade sehe, ich habe auch noch ein Dings drin, eine Pro-Seed. Jetzt habe ich natürlich hier wieder Mist gebaut, den hänge ich mal da oben hin. Mach dich klein, mach dich ab. Und dann wollen wir doch mal gucken. Ist jetzt zwar noch früh am Morgen, ich bin zwar immer noch nicht so wirklich fit, aber ja, mal gucken, ob die zwei Paletten reichen. Und dann, ach ne, doch, ich kann ja mal gucken, ob das schon geht. Ob ich schon mal hier, wenn ich jetzt sage, ersten Kurs, Feld 25, ich kann ja gucken, ob das irgendwie hinhaut. Vorgewende 2 auf den Bahnen. Macht er das? Perfekt macht er, das heißt, okay, der steht. Okay, gut, dann fahren wir jetzt mal mit dem dahin. Lassen den starten und dann gucken wir, ob das reicht. Ich muss das mal umbelegen mit der Maus zum Ausschalten. Also, ja, weil entfernen kann ich ja das Cursplay-Fenster auf und zu machen. Aber für das andere brauche ich halt echt eine andere Taste. Kann ich jetzt hier schon rein? Ne, die nächste. Ich muss über die Brücke und dann die nächste. Das Flügen ist aber auch noch bei 0%, obwohl er schon arbeitet. Da gucke ich gleich auch mal. Also, wie ihr seht, ist es ein bisschen was zu tun. Aber sonst, es läuft eigentlich. Ich habe Lust, ich habe Bock. Ja, ich versuche mich stets zu verbessern. Ich jag das jetzt auch immer durch Adobe, damit ich nochmal ein bisschen, ja, natürlich, das wollte ich nicht verbessern, ein bisschen was ändern kann, aber ja. Es ist halt, wie es ist. Niemand ist perfekt. Man probiert trotzdem sein Bestes zu geben. Irgendwo hier vorne. Genau, irgendwo hier. So. Er fährt jetzt einfach hier durch. Mach die erste Bahn und dann gucke ich mal, was der, nee, was der sagt, wie lange der noch braucht. 1 Stunde 28. Ja, okay. Das heißt, wir können hier weiter ruhig ernten. Da war ich ja echt am Überlegen, ob ich jetzt hier mit Dings fahre. Mit GPS, weil eigentlich ist es ja gerade und das sollte ja eigentlich hinhauen. Ohne Probleme.
Steuerung S, automatische Arbeitsbreite, mal gucken. Dürfte theoretisch passen. Ach, ich sollte auch Gas geben, vielleicht. Naja, ist halt jetzt so. Aber mir macht es immer noch Spaß. Also es ist eine schöne Map, ich habe Bock und deswegen. Was ich am Überlegen war, die BGA oben zu bauen. Ich habe ja das Pumpenhauses DLC drin. Ob ich nicht die BGA komplett einmal umreiße für das Pumpenhauses DLC. Das wäre halt auch noch eine Überlegung wert. Aber dafür haben wir halt aktuell kein Geld. Wir sind Klammpleite. Und ja. Ich denke mal, das Weizen werde ich auch erstmal einlagern und dann zum höchsten Monat oder zum Höchstpunkt verkaufen. Genau wie das Stroh, das werde ich wahrscheinlich für die Tiere behalten. Das sollte so eigentlich passen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie der Dings war. War das jetzt I? Nee, war das J? Genau, J. Und dann, ich glaube, U? Nee. Genau so war das. Ich muss ab und zu echt gucken, wie ich hier entlade. Also ich weiß nicht, warum. So, dann mal eben das Dings aufmachen. Mal eben schnell ein Bild machen. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. Oh, das ist ordentlich zurückgegangen. Also, ne, ich werde mal ab und zu vielleicht einmal die Folge hier kurz reingehen, das umswitchen. Aber das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein. Also, das sollte ja eigentlich nicht stören. Jetzt kann ich auch ruhig hier in eine Innenperspektive gehen. Die Karte kann ich ausmachen, nicht groß ausmachen. Und dann auf ganz entspannt weiter ernten. Das Säen dauert, das Pflügen dauert, also ja. Aber wir kriegen über 100.000, das heißt, wir können dann doch nochmal ein bisschen uns was leisten. Das ist das, was ich nämlich will, weil ich brauche noch ein bisschen was. Bodenbearbeitung. Ich habe nochmal ein bisschen rumgeguckt wegen dem Ladewagen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich da wirklich einen passenden gefunden habe. Aber das später mehr, weil erstmal muss ich hier die Ernte machen, natürlich überall gegenfahren. Und dann halt gucken, was es so läuft. So was, vielleicht baue ich mir einen Hühnerstall für Weizen, nehme die Eier dann nämlich dafür und dann sollte das ja auch passen, theoretisch. Also da ist ja alle Möglichkeiten offen. Sonst, was ich noch so für Mods mit reinnehmen könnte für Ladewagen, könnt ihr mir ja gerne sagen. Ich habe jetzt Krone drin, ich habe Mengele drin. Ich weiß nicht, habe ich Glas-Ladewagen? Ich glaube nämlich nicht. Ich fahre zwar auch gerne mal Glas, aber Glas habe ich nur den Standard. Ja, da habe ich nur den Standard-Dreiachser. Vielleicht finde ich da auch nochmal einen schönen Mod. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und der Weizenertrag, klar, ist auch nicht gut, aber passt trotzdem mal so. Sollte passen. Ich denke auch mal, das Säen ist eher fertig als das andere. Das Pflügen. Ich denke mal gegen Mittag, so 12, 1 Uhr, kann ich auch wieder gucken, was der Gebrauchtwagen-Shop sagt. Ich hoffe, was Gutes. Vielleicht ist ja was Cooles drin, was man zur Not nehmen könnte. Und ich hoffe auch, dass das Raps, was ich da jetzt reingetan habe, reicht, weil sonst ist es nämlich schwierig. Weil wenn das nicht reicht, dann ja, muss ich nochmal runterfahren. Gut, das kleine Stück, das kann ich später weghäckseln, das sollte kein Problem sein. Schön Tempomat rein, gib ihn. Aber ich finde es cool, auch mit Realistic Seeder zu spielen, weil dann kann ich mir das Saatgut kaufen, was ich auch brauche. Und das zur Not später einlagern. Es gibt ja auch Silos dabei, also das sollte gar kein Problem sein. Dann zur Not, wenn zu viel ist und es nur rumsteht, kann ich mir noch ein extra Silo bauen und das einlagern. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich denke mal, mit der Folgenlänge so 20 Minuten bin ich auch echt gut dabei. Also mal mehr, mal weniger.
Was ich hier drauf mache, weiß ich noch gar nicht. Ich brauche Geld. Also ich würde sagen, entweder Sojabohnen oder ich mache hier Wiese drauf. Weil ein Feld habe ich ja noch hier hinten. Das Feld 85, da irgendwie ist die Zahl gerade nicht da. Jetzt die 85 und das ist halt auch noch nicht erntereif. Das heißt, oder ich mache hier Mais drauf oder Ölrettich oder irgendwas, was Geld auf jeden Fall bringt oder Sojabohnen. Also so wirklich Plan, wie ihr merkt, habe ich nicht. Gut, muss man auch nicht immer haben. Deswegen ist das eigentlich egal. Auf jeden Fall das Weizen oder der Weizen, wie auch immer, wird entweder verkauft oder für die Hühner verbraucht und dann nehme ich die Eier und verkaufe die. Ist halt auch ein gutes Standbein für den Anfang. Ich hätte hier zwei Vorgewinne machen sollen. Ich glaube, wäre schlauer gewesen. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Deswegen. Oh, ich hatte schon Tempomat drinne gehabt. Ups. 80% gleich. Gut, das heißt, ich habe noch ein bisschen. Wir können auch gleich, denke mal, direkt schon. Entschuldigung. Abladen fahren. Und dann gucken wir mal, was wir insgesamt dann hier vom Feld kriegen. Da muss ich ja zum Glück nicht im Menü gucken. Da habe ich ein Display am Silo stehen. Was mir sagt, war, was ich drin habe, was ich nicht habe. Nur so langsam wird es Zeit, entweder für einen Ballenwagen, also für einen Ladewagen oder für eine Ballenpresse. Eine Ballenpresse, was kostet denn die billigste? Die billigste würde mich kosten. Ja, 83, ne, ich hatte doch irgendwo noch eine Krone gehabt. Hier, 12.000 würde mich die billigste kosten. Das heißt, ich bräuchte ein Ballenlager. Ein Ballenlager kostet mich, glaube ich, um die 50.000. Schwierig. Ui. Da habe ich nicht aufgepasst jetzt. Verdammt. Aber dann kann ich mal direkt gucken, was ein Ballenlager kostet. Darf ich? Danke. Silo. Ein Quaderballenlager. Ja, 50.000 für 2,5 Millionen Liter. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Helfer Herbert wurde manuell gestoppt. Ah ja. Der Herbert. Aber jetzt habe ich das Problem, ich kann von innen kein Simple IC steuern. Von außen auch nicht. Ach, jetzt habe ich das Problem wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ab und zu habt, aber ich habe das Problem, ich kann kein Simple IC steuern. Warum auch immer. Das ist, also mich nervt das, bin ich ja ganz ehrlich. J passt, wunderbar, abladen. Ich weiß nicht, ob es liegt, weil ich mit Controller spiele oder nicht. Sage mal, was ist denn hier los? Als ob der Bub echt voll ist. Ja, er ist voll. Gut, dann quäl dich mal hoch und dann laden wir mal ab, ne? Also 75% passt rein, 23.000 Liter, ja gut für den Kampf, also ist schon ordentlich. Aber gut, dann ist es halt so, also so schlimm ist es nicht. Düngen. 0, Pflügen 8 und Rapsen 3, 14%. Ja gut, Rapsen geht also easy. Uff. Da war ich zu schnell um eine Kurve. Schwierig. Ich hoffe mal, die Fahrzeuglautstärke passt auch. Ich gucke mir die Folge nachher mal an und dann muss ich ein bisschen runterschrauben. Aber theoretisch sollte man ja auch was vom Fahrzeugsound hören, deswegen. Ja, ich würde gerne hinten haben. Weil hier ist ja die BGA, die große, also die ist sehr ordentlich und ist zwar auch eine coole BGA, aber ich habe bis jetzt noch nie die von Pumpen Houses benutzt und deswegen weiß ich nicht, ob ich mir die hier hinstellen soll. Cool wäre es auf jeden Fall. Geldtechnisch, ja, schwierig. Sag ich so, wie es ist. Und hier ist ja unser Display, das heißt, hier können wir jetzt auch gleich sehen, was reingeht. Ja, Weizen.
Sollten wir gleich 23.000 paar zerquetschte stehen haben. Ich würde sagen, viel haben wir jetzt nicht geschafft in der Folge. Aber gut, schlimm ist es jetzt nicht. Könnt aber noch mal so ein Bild schnell machen. Hat aus. Alt F2. Nochmal eben so schnell. Dann sollten wir eigentlich fertig sein. Ich war jetzt ziemlich weit hinten. Ja, 23.651 Liter. Das passt. Deswegen, hier ist ja unsere Mistplatte, also Kühe werden auch irgendwann mal kommen. Und dafür wäre das Stroh halt gut, deswegen weiß ich halt nicht. Ob und wie und wann, das ist halt noch in naher Zukunft, also das ist noch weit, 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 weit weg. Ich kann jetzt theoretisch hier direkt hochfahren, weil da vorne steht da ja der Drescher. Oh, das Flügen hat auch schon 10%, perfekt. Also wie gesagt, die drei Missionen müssen uns jetzt locker nochmal knapp 100.000 gehen, plus minus ein paar zerquetschte. Natürlich geht uns Geld flöten, aber CP muss ja auch bezahlt werden. Daher ist das nicht so schlimm. Ja, da bin ich zu schnell gefahren und man merkt halt auch, wenn der Physik angepasst ist, der wackelt ordentlich. Also der wackelt richtig schön. Ich weiß nicht, ob das bei den Standarddingern auch so ist, dass der so wackelt wie hier, aber... Oh, ich war im neutralen Gang. Ups. Ich habe mich selber in den neutralen Gang geschaltet. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie das ging, aber okay, lassen wir das mal so stehen. Dürfte ja noch passen. Ja, easy. Ganz knapp, aber easy. Gut, aber ich würde sagen, in der Zeit, wo er hier ablädt, soll es das für euch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch gerne das nächste Mal wieder ein. Habt noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss und ciao.